Haha, er hat uns gesehen. Ja, komm schon. Komm. Ja. Los. Ah, sehr gut. Och nein. Nur ein Knochen. Oh mein Gott! Deswegen ist es gefährlich, herauszugehen. Ich weiß, dass er da ist. Ich weiß es genau. Da ist er. Da. Nein. Okay. Wo ist der Creeper? Die Sonne geht auf. Hoho, ihr steht bestimmt irgendwo da unten. Er wartet und macht sich lustig. Hoho. Ich traue dem Braten nicht. Haha. Oh, noch ein Skelett. Ich höre... Oh. Ich, naja, also... Okay, die Sonne geht auf. Wie wäre es mit Verbrennen? Oha. Oha. Ich habe ständig das Gefühl, irgendwas zu hören. Nein. Nein, es scheint alles ruhig zu sein. So, ganz schnell. Na super. Gott, ich höre hier nur noch Creeper. So, wir haben zwei davon, okay, und das und das, das schmeißen wir jetzt mal weg da. So, ach, ich wollte es nicht wieder aufheben. So. Wie gesagt, wir... Da hinten ist das Skelett. Aha. Da ist anscheinend ein lauschiges, dunkles Fleckchen.
denn normalerweise? Oh, da ist ja noch einer. Ah. Nein, ich dachte schon, da wäre ein... Komm schon. Komm schon. Ich möchte dein... Ich habe eine Vermutung, dass da hinten irgendwie was ist. Es ist ein lauschiges Plätzchen. Es ist dunkel. Die Gefahren der Nacht können sich dort sehr lange halten. Ah, Zombiefleisch. Gut. Das muss jetzt weichen. Wir werden genau hier ein Haus bauen und ein Gatter bauen. Und in diesem Gatter wird es sehr laut. Das Haus hätte ich gerne mit Blick auf den See. Ach, auf den See. Also ein großer See. Auf das Meer. Auf das Meer. Und vielleicht auch auf unsere Pflanzanlage. Wer weiß. Nein, die werden wir irgendwann ändern. So. Da oben ist, glaube ich, nein, das ist nichts. Okay, wir können also hier unser Haus bauen. Wir werden das Haus ein bisschen erhöhen. Das heißt, da ist ein Apfel drin. Wir brauchen also ein Fundament. Dieser muss noch weichen. Ah, er muss weichen. Nämlich viel Holz. Aha, da ist unser Apfel. So. Das mit der Forsterei. Wie gesagt, klar, wird gemacht, aber erst dann, wenn es benötigt wird. Weil im Moment brauchen wir es noch nicht. Wir haben noch genug. Wir haben Holz, wir haben alles, was wir brauchen. So, den haben wir noch genommen. Zack, weg. Vielleicht kriegen wir noch einen Samen. Ach, natürlich nicht. So. Komm, dich möchte ich gerne haben. So. Oh, das kann ich auch gut gebrauchen. So. Noch eins? Nö, das war's. Wir haben ja Steine. Ein Pfeil. Es ist unfassbar. Ein Pfeil. Noch viel mehr Pfeile. Ich möchte gerne, dass das Haus, ich möchte gerne eine Veranda und ich möchte gerne, dass es auch ein bisschen über Eck geht. Die Veranda würde ich sagen, die setzen wir hier vorne hin. Genau, die setzen wir hier vorne hin. Aber nicht direkt davor, sondern so hier. Und zwar zwei auf zwei. Ja, das ist ein bisschen eng. So. Drei. Doch, drei ist gut. So, drei ist gut. Das heißt, hier wäre dann sozusagen Veranda-Bereich. Oh. Unfassbar, wir bekommen echt viele Äpfel hier. Das hilft auch. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als in einer Welt aufzuwachen, in der es erstmal an Nahrung mangelt.
Und der absolute Albtraum ist eine Insel ohne einen Baum. Am besten winzig klein, ohne die Möglichkeit, überhaupt irgendwas darauf zu machen. Kein Werkzeug erstellen, kein gar nichts. Das ist ein wahrer Albtraum. Okay, ja, Veranda, super. Ich brauche aber noch mehr. Das heißt, wir kommen da. Doch, das machen wir wieder weg. Und das machen wir auch wieder weg. Ich möchte das nämlich etwas... Obwohl das... Ah, das weiß ich noch nicht. Da. Okay, das ist 2, 3. Das ist die Raumbreite. Da. So. Dann haben wir 2 frei. Genau, das geht. Zack. Oh. Unglaublich. So. 2, 2. Ach so. Ja, genau. Ich wollte es ja über Eck setzen. Okay. Das wird... Puh. Das wird noch eine... Oh, Moment. Das hat dann hier. 1, 2, 3, 4. Ta-ta-ta. So. Genau so. So. Wird es schon wieder dunkel? Ei. Es wird schon wieder dunkel. Das ist nur ein Fundament. Also hier kommt nichts rein. Es ist nur ein Fundament. Was hier reinkommt, das sind solche Sachen. Also zum Beispiel so. Oha. Ja, das ist 1, 2, 3. Das ist noch viel zu 4. Wir brauchen das in einer Vierergröße. So. Da. Hä? Ich hab gedacht 4. Oh, natürlich. Nicht 4. 5. Das heißt, das bist du weg. Oh. Okay. Ja. Ich werde Folgendes jetzt machen. Wir werden uns jetzt doch wieder verziehen. Nein. Das wollte ich jetzt so nicht. So. Ich werde jetzt mal hier eine Pause machen. Ich muss mir da mal was bisschen einfallen lassen und werde jetzt mal bis hierhin erstmal eine Pause machen und dann sehen wir weiter, wie sich der Rest entwickeln wird. Es ist jetzt knapp eine Stunde aufgenommen. Das heißt, es ist doch schon relativ viel Material, das ich erstmal aufarbeiten muss. Ich werde mir jetzt hier nochmal ein paar Gedanken machen. Ich denke, für den Anfang war es holprig, aber ganz amüsant. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, etwas von euch zu hören in den Kommentaren.
Es wäre ganz nett, wenn es nicht nur negative Kommentare wären. Also etwas Positives muss ja irgendwo dran sein. So, gerne auch Ideen, gerne Verbesserungsvorschläge, gerne alles, was euch auf dem Herzen liegt, euch interessiert, wo ihr vielleicht Lust habt, euch zu beteiligen, in welcher Form auch immer. Gerne auch Anregungen für zukünftige Projekte. Herr Zombie, bitte nicht jetzt, Herr Zombie, nicht stören. Ich rede jetzt. Immer diese Nachbarn und immer zu später Abendstunde. Meine Güte. Wie gesagt, lasst einfach einen Kommentar da. Vielleicht gibt es ja auch ein Abonnement. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ich würde dann sagen, bei dieser Aufnahme belassen wir es jetzt erstmal oder bei diesen einigen Aufnahmen letztendlich. Ich muss es ja noch bearbeiten und dann schneiden und auf YouTube hochschicken. Das heißt, es wird also noch ein bisschen dauern. Das wird jetzt passieren. Sobald die Aufnahme beendet wird, werde ich mich also dann entsprechend daran setzen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, immer rein in die Kommentare, wenn ihr Interesse habt, nicht Interesse, wenn ihr Lust habt, irgendwie vielleicht mal Anregungen zu setzen, was könnte man vielleicht besser machen, wie könnte man es vielleicht besser machen? Wie gesagt, alles rein in die Kommentare. Ich werde mir das in Ruhe ansehen und werde dann darauf auch eingehen in der nächsten Aufnahme. Die als letztes noch, wie oft wird überhaupt Minecraft hier erscheinen, beziehungsweise wie oft werden die Let's Plays erscheinen von Minecraft? Wird es auch noch andere Let's Plays geben? Ja, es wird auch andere Let's Plays geben. Einige sind sozusagen in der Mache. Ich muss da lediglich noch die rechtliche Situation klären. Dann müssen die natürlich dann entsprechend auch erstmal installiert werden, aufgezeichnet werden. Somit ist das schon mal die Anfänge und. Das heißt, das wird also noch ein klein wenig dauern. Ich möchte eigentlich erstmal sehen, wie entwickelt sich das kanaltechnisch generell? Kommt das an? Ist das okay? Ist es interessant? Und danach dann auch entscheiden, wie es letztendlich weitergeht und in welchen Zyklen es weitergeht. Minecraft wird, denke ich, schon täglich erscheinen und in welcher Länge, das wird sich dann auch zeigen. Momentan werde ich es noch auf etwa 15 Minuten begrenzen. Das ist die Standardvorgabe von YouTube. Und je nachdem, wenn es sich gut entwickelt, werde ich es vielleicht dann noch länger machen. Oder auch mehr, vielleicht auch dann 2 Folgen am Tag oder so. Je nachdem. Und wie gesagt, andere Let's Plays, andere Games, das ist in der Mache. So, da draußen ist jetzt langsam Partyzeit. Ich denke mal, wir sind so weit nach Mitternacht angekommen. Die Leute sind gut drauf, haben ordentlich einen gebechert und machen da oben jetzt also richtig den Halligalli. Für mich ist das die Zeit, jetzt zu sagen, so, ich bin müde, ich gehe jetzt in die Haie, die ich nicht habe. Schläft sich nicht so besonders prickelnd, aber so ein hartes Bett hier aus Holz, na, das ist doch, da richtig schön massiv und mit Beleuchtung, direkt am Kochofen, was will man mehr? Ich sage gute Nacht, verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Für dich wird es wahrscheinlich gleich sein oder morgen. Wir sehen uns. Bis dann.
eure Syltarana. Tschüss.